Du stehst halt in den Gegnern letztendlich und weichst dadurch den Gegnern aus. Oh, okay. Das ist wirklich ein bisschen langweilig. Nee, ich finde das mega interessant gerade. Ich guck später weiter. Aber weil wir ein Spiel sehen, genau deswegen sehe ich später weiter. Released in arcades by Caveco in 2003. It's seen a number of ports over the years, the most recent and by far the best being an M2 Shot Triggers port to PS4, which is what's going to be played for this run. Yeah, this is going to be a really action-packed and very fast. Ja, das wird jetzt hier definitiv krass. And it's going to be extremely intense. We're going to have very little time for donations, so please try to have a couple ready. There will only be probably 4 or 5 opportunities. Was die Demo hier läuft, okay. With that, nee. Ach ja, Demonstration. Brauch mich hier verunsichern, Chuck, sonst hau ich dich. Ja, und damit geht's los und damit herzlich willkommen zu Ketsui und den Rest spare ich mir von dem Namen. Ja, hier. Zwei Loops machen wir, sehen wir. Sprich, wir sehen alles doppelt. Wieder ein Bullet Hell, wie wir gerade eben der schon hatten, plus halt auf eine ganz andere Art und Weise. Hier haben wir auch wirklich Gegner, die auf uns zuge-, also die wirklich von Boden und Luft schießen, also zumindest optisch gesehen. Ja, was ist jetzt tatsächlich an der Kategorie 2 Loops Ura besonders? Wir müssen im ersten Durchlauf 120 Millionen Punkte sammeln. Ansonsten schalten wir nämlich diesen Ura-Loop nicht frei. Und das ist das sozusagen das Besondere daran. Ja. Jetzt sind wir schon sogar schon beim ersten Boss, ja. Das ist, und zwar sollte das der Ochsenfrosch sein, der Kampfhubschrauber. Obwohl, nee, geht noch weiter, dann war das der Midboss, dann war das das Seahorse. Okay. Ja, worum geht's, beziehungsweise was haben wir, was fliegen wir? Also wir haben zur Auswahl zwischen einem AH-72-Tigerschwert. Heißt tatsächlich so, im Spiel original, und einem FHX4 Panzerjäger. Und der erste, der AH, hat die Fähigkeit, oder ist halt, hat halt eine etwas langsamere Bewegung, schießt dafür weiter. Und der FH-Jäger hat halt ein gerades Schussfeld und kann sich dafür auch schneller bewegen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das Spiel leichter finde, aber nach Tohu gerade eben ist eine echte Entspannung für die Augen. Nein, noch. Ja, noch. Lass mich in meinem Glauben bitte, okay? Mokley spielt mit Custom Setting, er hat automatisch Ura-Entrance. Okay, dementsprechend ist es gar nicht mehr so schwer dann tatsächlich. Gut, wenn er da automatisch hinkommt, ist das ja dann. Also an sich gehört aber dazu, dass man 120 Millionen Punkte ohne zu sterben und ohne eine Bombe zu benutzen im ersten Loop braucht. Also man darf nicht einmal sterben, wenn man stirbt, kann man den an sich nicht erreichen mehr, den Loop. Das ist halt eigentlich das Besondere sozusagen an der Kategorie. Aber wenn er das sowieso dann automatisch hinkommt, ist das ja... Ja, Chance aufgrund Nervosität Fehler zu machen ist ja da definitiv. Ja, erster Tod. Mit normalen Anforderungen wäre es auch ziemlich krass. Es ist kein einfaches Spiel, definitiv. Und wie funktioniert es mit dem Punktesystem? Es gibt Multiplikatoren und so weiter und so fort. Und jedes Schiff lässt sozusagen ein Chip fallen. Oder jeder zerstörte Gegner lässt einen Chip fallen. Und dieser Chip kann einen Wert von 1 bis 5 haben. Und
welchen Wert dieser Chip hat, liegt wird dadurch bestimmt, wie nah man an dem Gegner dran ist, um ihn zu töten. Umso näher, umso höher, oder? Genau, umso näher, umso höher. Und wenn man halt einen 5er-Chip hat, hat man den Multiplikator. Man sieht dann jetzt gerade, jetzt hat er gerade einen 5er-Chip eingesammelt und dann läuft ein Timer von 60 runter. Diesen Timer kann man aber, indem man andere Chips wieder einsammelt, sagen, beibehalten, sozusagen, dass der immer wieder aufgeladen wird. Dementsprechend sind das nicht wirklich die, zählt er nicht nur von 60 runter, sondern man hat dann immer wieder ein bisschen aufladen, aber das ist, dass man es durchgängig hat, habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Es ist sicher vielleicht möglich, aber ich habe es noch nicht gesehen. Das sieht man jetzt auch hier, es geht immer wieder kurz mal auf 0 runter. Also beziehungsweise war mal zwischendurch sogar eine längere Zeit bei 0. Also ich finde jetzt momentan gehen vom Spieler mehr Bullets aus als von den Gegnern, also. Nochmal was? Der Spieler produziert gerade mehr Bullets als die Gegner, finde ich. Also eher für die Gegner so eine Bullet hält. Aktuell, ja. Wie gesagt, was man an sich möchte, sind viele, viele Punkte. Ist ein hoher Score. Und dadurch muss man sehr, sehr nah an die Gegner an. Dementsprechend muss man sie schon killen, bevor sie jetzt so richtig zum Schuss kommen. Also zum Zuge kommen. Wer ist der Boss jetzt? Über welches Level sind wir denn gerade? Machst mich Sachen. Wir sind bei einem riesigen Panzer. Das sollte der X117 Sphinx sein. Überschreib Stage 2. Wie an der Seite. Ja, das steht da ganz, ganz klein an der Seite. Ich hab's dadurch, dass ich hier ja noch Chat und sowas daneben habe, kann ich es halt nicht auf Vollbild machen. Dementsprechend ist das alles sehr, sehr klein, was da steht links. Ja, Stage 3 ist er jetzt. Dämmerungsportalflotte, genau. So, was ist eigentlich das, oder was ist die Story des Spiels? Dieses Spiel hat eine recht ausgeprägte Story. Es geht darum, dass die Welt ziemlich ausgedorrt ist und so weiter. Und es finden viele Kämpfe um Ressourcen statt. Und es gibt da die EWAG Corporation, die halt ja allen Seiten immer Waffen liefert. Und davon natürlich unglaublich profitiert, dass sich alle da bekriegen. Ja klar, wenn Krieg herrscht, ist der mit den Waffen hinter der Prüse. Und deswegen sagt sich die UN, die UN war das. Ne, UNO, ja, UNO. Dass die, die dürfen nicht offiziell in den Kampf eintreten oder gegen, sich dagegen stellen, sondern die dürfen ja dann, ja, da gibt es ja ganz viel Politik und so weiter und so fort. Und deswegen haben sie 4 Piloten gesucht, die halt sich dagegen stellen und das machen. Diese 4 Piloten dürfen aber, es darf aber nie rauskommen, dass sie sozusagen von der UNO kommen. Und ja, das ist, also die Story ist noch ein bisschen komplexer, also es geht halt darum, also die globale Erwärmung breitet sich, also es spielt im Jahre 2054, die Eiskappen schmelzen viel zu schnell und ja, das Spiel ist von 2018, also so dementsprechend passt das ja vielleicht so und es endet halt im Dritten Weltkrieg. Und ich muss, glaube ich, gleich niesen. Ja, schon mal Gesundheit. Vielleicht muss ich aber auch nicht niesen und es ist, fühlt sich einfach nur so an. Da sag ich nicht Gesundheit. Oh! So. Das Gefühl, ne? Das ist dämliche Gefühl, ja. Wenn man denkt, man muss niesen und dann kann, muss man doch nicht niesen. Das erste Loop ist ein Testrun in einer Simulation. Glaube ich. Okay. Das ist jetzt. Ja,
Also ich hätte jetzt gedacht, ich habe das auch so verstanden, dass es wirklich zweimal komplett gleich ist. Was aber tatsächlich im Ura-Loop anders ist. Es ist erstmal relativ schwer dahin zu kommen. Wie gesagt, 120 Millionen Punkte. Man darf nicht einmal sterben und keine Bomben benutzen. Und die Feinde haben halt oder schießen halt zweimal so viele Kugeln wie vorher im ersten Loop. Okay. Außerdem gibt es dann so blaue Suicide-Bullets, von denen man auch nicht unbedingt getroffen werden sollte. Also sie schießen allgemein mehr Grundmunition und haben dann noch so ist jetzt sagen die Special-Kugeln. Außerdem schaltet man dadurch den wahren Boss frei. Also es gibt dann sozusagen den es gibt den wahren Endboss. Und da hat man ein verkapptes Zeitlimit von 180 Sekunden. Schafft man es nicht, wird man zurück an zur Stufe 2.5 zurückgeschickt. Man muss das Ganze alles sozusagen nochmal von vorne machen. Seit wann braucht ein Bullet Hell eine Story? Ich kenne einige Bullet Hells, die eine recht ausführliche Story haben. Naja, Tohu hatte jetzt, der Bullet Hell hatte jetzt keine wirklich ausführliche Story. Zumindest keine, die man irgendwie nachlesen kann. Aber das Spiel hat es definitiv. Zumindest ist das halt sozusagen die Vorgeschichte. Der Bildschirm ist teilweise ziemlich voll. Ach echt? Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, siehst du, wo ich dir gesagt habe. Ja, richtig. Also Respekt an jeden Spieler, der sowas fehlerfrei hinkriegt. Also. The screen scrolls upward. Bullets everywhere, but no place to slink. Donation goes to the Minecraft bonus game. Oh, eine wirklich positive Story, okay. Aber ich kenne das, ich habe schon hier und da mal welche kommentiert, da gab es auf jeden Fall immer mal wieder so einiges an Vorgeschichte zumindest zu lesen. Die Story im Spiel dann selber ist wieder eine andere Geschichte. Ich meine, hier sind halt, hier kämpfen halt vier Leute gegen eine ganze Privatarmee dieser EWAC Corporation. Fun Fact: EWAC ist rückwärts von Cave. Nur falls es wen interessiert. Wird auf jeden Fall Wikipedia-Artikel oder sowas. Nee, woanders im anderen Artikel. Sehr schön erwähnt. Mir ist es tatsächlich ohne das gar nicht aufgefallen, ohne den Artikel. Ja, wie Eva gerade sagte, Ketsui gehört zum Dodonpachi-Franchise, wo wir dann gleich dann im Anschluss noch einen kleinen Run sehen werden, der dann aber tatsächlich nur eine halbe Stunde geht. Also in Anführungsstrichen nur eine halbe Stunde. Und bei solchen Spielen sehr, sehr lang sein. Jo, geht schon. Zeit ist relativ, ne? Richtig. Here he's gonna leave some of the enemies, like the tank enemies there on the ground alive, until he weakens it. Aber dem Spiel kann ich aktuell tatsächlich besser folgen als dem anderen gerade. Alright, so third nightmare upcoming here. This one is a lot harder. Yeah, he doesn't have the luxury of having enemies on the bottom, so he's gonna have to. Oh, he's just gonna bomb it. Yeah, good bomb. It was a little off of where he wanted to be there. The dodging on that last one is very hard. Yeah. Ich finde auch die ganzen Anzeigen da so an der so ziemlich interessant. Was mich bei dem Spiel finde, ist auf der rechten Seite die Karte, da man sieht, wie man sich bewegt. Ja. Na, wie viel Fortschritt man ja hat, ja genau. Ja, meine ich.
Ja. Mir auch gerade aufgefallen, da rechts oben stand da dann auch schön groß drauf drüber, welches Stage es ist. Da steht ja nicht nur links ganz klein, sondern da stand ja rechts auch relativ groß. So waiting to lock on there so he doesn't accidentally lock on to the planes. This pattern is kind of tricky. Der Boss ist doof, du magst ihn nicht. Manchmal frage ich mich, warum ich eigentlich immer hier sitze. falscher Tab. Wieder falscher Tab. Ja, das ist jetzt Cinderella Amber. Wie heißt der? Cinderella Amber. Jetzt hat sich schon wieder kurz bei mir gebuffert. Bei mir nicht, bei mir doch ist einmal frei durch. Ja, ja, irgendwie. Stimmt, bei den Cookie-Sticker auf, hast du nebenbei. Nee, hab ich schon lange geschlossen. Achso, okay, schade. It really just requires you to keep moving, but it can be very tricky to actually execute. So, looks like he's doing well so far. Ja, Traumfalke, weil ich's kann. Definitely not in the first loop. Ah, okay. Ja, also das Spiel gab es tatsächlich auch für einige Konsolen. Also es kam 2003, also auch für ein Arcade raus. Dann 2008 auf Nintendo DS, 2010 für die Xbox 360, 2013 für die PlayStation 3 und wo wir es jetzt gerade drauf sind, auf der PS4, kam es 2018 raus. Uff. Also ja, das Spiel ist sozusagen, das ursprüngliche Spiel ist tatsächlich schon von 2003. Bitte? Hat er schon einiges auf dem Buckel? Ja. Oh, respekt. Wie der jetzt aber tatsächlich genau die Unterschiede sind, die kann ich dir jetzt nicht sagen. Na, und siehst du noch gut durch? Ja, noch kann ich folgen. Ach, du kannst sogar noch folgen. Ja, man sieht ja aber, was da zerschossen wird so ein bisschen. Ja. Ich kann wieder haufenweise Chips durch den Bildschirm fliegen. And now I think we're coming up on the second fixed extend of the game. The first fixed extend was that the third mid boss. And this one there's gonna be two clones of the player ships. Ja, für Publisher gab es tatsächlich ein paar Leute. Also ein paar verschiedene Publisher. Also Army hat das für Arcade gebracht, Arika für den DS, Five PB für den für PS3 und 360. Und M2 für die PS4. Und der Entwickler ist halt Cave. Also die haben sich sozusagen mit Ewak da richtig, waren da richtig kreativ. Oh, kann nicht mehr reden. Nicht sterben, ich sag, wir brauchen ihn noch. Gut. So, besser. Willkommen zurück. Der Xbox 360-Port ist, okay, das ist, ja, wie gesagt, dazu kann ich, wie die einzelnen Unterschiede sind, das ist dann... Mauli, was war 2003? Was gab's da für Handys? Was 2003 für Handys? Alter, keine Ahnung. Welche gab's denn da? Nokia 3210, 3310? Weil im Jahre 2003 veröffentlichte Cave nämlich eine Handy-Version des Spiels. What? Hä? Es ist. Hä? Okay. Da bin ich jetzt tatsächlich gerade selbst ein bisschen überfordert der Information. Ja, one of the most difficult single stretches of the game.
Wie sah denn damals eine Handy-Version davon aus? Motorola Razr kam aus 2003. Ja, Japan ist sehr fortschrittlich, scheinbar auch schon 2003 in Handys gewesen. Eine Nokia 3310 war von 2000. Das Spiel finde ich gar nicht auf der PS4. Okay. Ich kann dir nur sagen, es gibt's dafür. Aber, ja. Ah, scheinbar nur wirklich in dem japanischen Play Store, okay. Ja, das sind halt immer die Frage, in welchem ist das in Europa überhaupt rausgekommen? He wants to speed kill this section as fast as possible so that he can set up in so that he can set up for the next scoring trick after this where he wants to be at the top of the screen in the middle so that he can stream the popcorn for lots of fire chips. Note that he's going to recharge his multiplier down to 900. And here he's going to quick kill this large gray tank here, so he's going to get four extra waves of popcorn I believe and he's going to empty lock all of them. And you can see like im nächsten Set muss ich meine Wäsche reinholen, glaube ich. Mastery of the empty lock. Ach so? Ja, ihr wisst gerade ein bisschen sehr grau. Das ist bei mir schon den ganzen Tag und die ganze Nacht gewesen. Nee, war gerade nur schön blau, aber jetzt wird's grau. Wie gesagt, bei mir hat es schon schön geregnet. Draußen sind es 20 Grad. Angenehm. Wir haben 25 Grad und Wind. Ganz viel Wind. Es gibt Gerüchte, dass es auch nach Europa und Nordamerika kommen soll. Ja, Gerüchte sind halt immer so die große Sache. So here, because that leg happens to end up right in the center of the screen for a prolonged period of time, he's able to just position himself down there and do a little bit of extra damage, which, like Casey said, is enough to kind of one-cycle this. Genau, ich habe gar nicht drauf eingegangen. Ja, Eber hat es auch gesagt. Das ist da gerade der finale Boss. Der falsche finale Boss. Naja, für den ersten Loop ist es der richtige finale Boss. Ja, aber den richtigen Boss gehen wir erst mit dem Ura-Loop. Okay. Genau. Now here you want to move up through the red rings and stay locked. Heißt dann übrigens auch, wenn man das freigeschaltet hat, den Ura-Loop, kommt dann auch der Text zu Welcome to Special Round. Ich und Reden, das klappt heute schon nicht mehr. Das ist schade, ab dem Boss, oder? Ja. Wie bitte? Da hat gerade die Rüstung im Boss abgefallen, oder? Das war nur so aus. Es geht immer ein bisschen mehr kaputt, also das hatten wir jetzt auch bei den Bossen vorher gesehen, dass immer mehr mit der Zeit immer ein bisschen was kaputt gegangen ist. So, das war Loop Nummer 1. Und auch da muss man sagen, jetzt suche ich mal ganz kurz. Ja, na gut, das ist ja knapp über seiner PB. Also er hat vor 11 Monaten da seine PB auf der PS3 aufgestellt. Und auch seine PB in Second All, was ich halt als die Kategorie jetzt hier tatsächlich To Loop identifiziere, hat auf der PS3 die PB gespielt. Und scheinbar ist tatsächlich die Arcade-Version kürzer als die PlayStation 3-Version. Weil es gibt nämlich auch noch, fürs Normal Ending gibt es noch zwei Arcade Runs, die deutlich schneller sind. Also für eine knapp über 15 Minuten, also da liegen so bei rund 18 Minuten, 18, 19 Minuten haben die gebraucht und Mogler hat da halt über 21 gebraucht. Das ist bei der Kürze des Wands ist das ja schon, oder bei den Zeiten ist das schon ein deutlicher Unterschied. Das sind eher 42 Minuten, 34 Minuten und 0 Sekunden.
Nee, was? Ja, im BR-Report steht wirklich 42 Stunden an. Ja, ich grade, ja. 34 Minuten und 3 Sekunden. Ja, gut. Ja, da ist irgendwas. Da hat das jemand, glaube ich, falsch passiert, falsch eingetragen. Ich meine. Ich kann mal kurz auf den. Passiert. Ist ja nichts Wildes. Ich meine, das sind 42 Minuten, 34 Sekunden. 42 Stunden wäre tatsächlich ein bisschen lang. So, hier haben wir jetzt übrigens wieder Bullfrog. Ich habe die rechten Balken halt nie richtig wahrgenommen. Ich sehe jetzt, es steht ja alles, was man wissen muss. Man hat da den Timer, wie lange man Zeit hat, man hat die Lebensanzeige, den Namen und ich glaube, da stehen noch ein paar andere Daten oder sowas. Aber das kann ich nicht lesen, ist zu klein. Oh, kann man mal hier kurz den WR-Command benutzen? Wird jetzt stimmen? And now here with these big like hangers, he wants to wait till they're fully on the screen, even though he can destroy them higher up. If he destroys them when they're still kind of coming onto the screen. Ja, da steht halt 42 Doppelpunkt rein, 34 Doppelpunkt steht da jetzt. Ah, ja, ich musste irgendwie vergessen. Okay, nur noch mal rein. Naja, es passt so, lass es einfach so. Es ist ja nicht vorbei, ich muss nur durchrollen und suchen. We'll probably see him go for a setup here where he allows the boss to spawn some drones like this and then he kills it. Yeah. So that actually contributed. Und was hast du jetzt zum Ura-Loop? Soll ich sofort, wenn ich wieder gucke? Okay. Gegen Tuhu immer noch langweilig, auch wenn ich da kein Land gewinnen würde. Ich habe das Gefühl, hier ist die Hitbox größer. Das kann auch sein, ja. So now he's gonna intentionally delay kill this helicopter. If he speed killed it, a third one would spawn on the right. Aber ganz genau die Hitbox lokalisieren konnte ich jetzt auch noch nicht. Ist halt wieder so ein ist halt wieder ein Punkt in der Mitte. Wahrscheinlich. Anders wäre es halt auch gar nicht möglich. Oh, okay. That was off route. Yeah. He did not want to go that high that fast. So we'll probably see it right here. Ach, sie ist doch so klein. Ist doch sehr klein. Okay. Really, really nice. Yeah. There we go. Believe it or not, that's actually pretty safe and consistent for you. Die Mitte vom Propeller. What do you know? Ja gut, ja, dann ja. Oh, but he managed to do this section without a bomb. Awesome. That's an incredibly difficult section to do without a bomb. Gut, das ist dann ein bisschen was anderes, ja. Oh my god. Wow. That just in time dodge. That was intense. Oh boy. All right. Now here we're not going to do a treadmill, instead we're just going to be quick killing the treads. Yeah, he's still going to be shot killing. Und da sehen wir die Sphinx wieder. The multiplier early on these treads have very very low base value. Die finde ich cool. We want to cash it out for because we're going to lose score. Yeah, loop 2 Sphinx does not mess around at all. This boss is really quite mean. Yeah. So again he's going to try to shot kill this. Oh, I don't know if he got that. I think he did just barely. Bezüglich jetzt zu Hitbox, die Spieler-Hitbox ist hier ist tatsächlich ein Pixel. Die Bullet-Hitbox ist nur ein Subpixel groß, also kleiner als ein Pixel. Ja, okay, dann habe ich mich dann ein bisschen vertan. Ah, nah dran, ne? Ja. Dass die allgemein sehr klein sind und in Bullet-Hits ist nie tatsächlich das gesamte Design. Die Hitbox. Ich meine, wenn man überlegt, wie groß hier der Jäger ist und wie dicht die Kugeln sind, das klappt ja sonst gar nicht. So, und wieder hier schön oben am Rand fliegen, beziehungsweise haben wir gerade gemacht, damit man auch einen Multiplikator kriegt. Also mit dem 5er-Chip, den man gerne haben möchte. Very easily wall you off. Whoa, nice. Oh, wow. Oh, no. Okay. Okay, nice. Might be a little off route. Oh, yeah, had a bomb there. Yeah, okay. Jetzt hab ich einen Frosch im Hals. Danke, Chuck. Bitte. Right about now. Yeah, there we go.
Very nice. Dodging just in time as the revenge bullet spawned for the first phase. That cut through at the end there. Oh boy. And now the rest of the stage is also equally as insane. Oh yeah. Yeah, this is gonna be nuts. Look at these revenge bullets and how much of the screen real estate they're like pretty much cutting off. So here he's just being really careful with his movement. Really, really nice setup with the popcorn rush there, that he's able to move up into the side and misdirect all that up. Yeah, this routing is extremely tight. One misstep and you're probably going to be eating a bomber or death. Or a fistful of revenge bullets. Yeah, really nice to just clear out that section early like that. So, Vinogradov in loop 2 is extremely dangerous, but just like in loop 1, he's still going to be going for optimal scoring strats. So he's going to try to shot kill all of the small planes that are trying to dive bomb him, and only use the lock-on shot for the targets on Vinogradov itself. Note that he did not damage that front section all the way. Those are going to be destroyed a little bit later as part of his speed kill strat. So if he does it correctly, he should still get the 1-up. You do need to destroy all the parts of Vinogradov in order to get that 1-up. Really nice movement there to take out that boat early. Also die blauen Geschosse kommen dann, wenn der Gegner zerstört, ja? Bitte? Die blauen Geschosse, wenn der Gegner zerstört, wie der war jetzt. Ja, richtig. Das ist doch unfair. Ja, perfekt. Ja. Perfekt. Es ist ja der Ura-Loop. Du kannst ja auch tatsächlich, wenn du den nicht hast, kannst du ja trotzdem den zweiten Loop spielen. Aber halt einen anderen. Okay. Nice little cutback here. Yeah. Oh my god. Oh boy. All right. Coming up on the final big golden bat. This is gonna be scary. Yeah, this Während der Omod Loop tatsächlich gibt es keine Continues. Man darf halt nur maximal 6-mal sterben. Also ja, im Vergleich zum Ura Loop sind 6-mal sehr großzügig. Und die Bildlaufrichtung wird tatsächlich umgekehrt. Dann fliegst du dann, glaube ich, von oben nach unten. Ach du Scheiße. Und es gibt dann da halt rosa Suicide Bullets. Aber man kann halt das wahre Ende des Spiels nicht erreichen. Okay. Halt mit dem richtigen Endgegner am Ende vom Ura-Loop. Das sind die Unterschiede. Also man kann den zweiten Loop kann man definitiv spielen. Und je nachdem, ob man schafft, Deathless und mit einem hohen Score durch den ersten durchzukommen. Hat was? Und ohne Bomben. Ohne Bomben. Hey, doch, gemeint, der weiß nicht, meine Bomben benutzen dürfen. So, Stage 2-4, there's just a lot that's gonna be happening here. Um das Schiff zu erklären, was wir gesehen hatten. Wenn man alles vom Schiff zerstört, bevor man die Brücke zerstört, bekommt man einen Level-Up. Oh! One-Up meine ich, ja. Nicht Level-Up, das ist... Es sind viele Informationen, die von überall kommen. Auch von meinen Informationsseiten, überwiegend Wikipedia und aus dem Chat. Da kommt man, haut man mal ein bisschen was durch. Wir haben einmal den besten Chat der Welt, also. Ist sich bereit und freundlich. Fantastic. We have $50 from Anonymous, who says, so happy to see a cave block at GDQ. It's like a dream come true. And we have $100 from Dan201 saying, schmuck block, best block. Yeah! Yep, I would agree with that. Here he's going to probably delay. Yeah, so he delayed the lock on and delayed the kill of the first phase of this just to make the second phase a bit easier. Note that since he's actually destroying some missiles that this boss is firing, each of them is actually contributing a little bit to his multiplier. Yeah. Probably have one more donation right now. We have a $25 donation from Lady Quixote saying,
For as bad as I am at shmups, they do have a pretty firm place in my heart. Thank you to all the runners for showcasing them. All right. So now coming up on the nightmares, and in the loop, they are even more nightmarish. Yeah, definitely. Sag dem besten Shit, nicht geilste Shit der Welt. So if you didn't see a single revenge bullet there, sometimes Blackjack will fire a single revenge bullet that will just like get you out of nowhere. It's very surprising. Yeah. So. Oh my god, this pattern. Nice, nice. And the revenge bullets, the revenge. Every phase of this nightmare is going to be shooting out a large handful of revenge bullets. But you do get a screen clear when you completely defeat it, which is very important for the later part of the stage. Yeah, coming into the second half of stage four, the Roomba section. Extra difficult, the spirals being like, you know, double and also having to deal with the revenge bullets as well. Yeah, really nice handling so far. Yeah. Ooh, that was a little... Oh! Okay, had a bomb there. Yeah, good bomb. But he still hasn't dealt with that Roomba. Okay. Yeah, had to deal with a great tank there because I think he was a little off route, didn't kill the Roomba in time. Yeah, he was expecting the bomb to kill the Roomba, I think. So, oh boy. All right. And nice. Now for the scariest part of... Wow, this safe spot. Yo. Oh, wow. All right. That was pretty cool. I was not expecting him to point... Yo, das läuft ja gerade richtig gut, wenn ich das so richtig mitbekomme. No, this one is way too scary. Welches Stage ist gerade? Hier, rechts oben. Okay. Steht das. Ja, wie gesagt, diese rechte Anzeige habe ich anfangs überhaupt gar nicht wahrgenommen. Wäre jetzt auch erst nicht aufgefallen. So he's gonna there's a safe spot at the top for the first pattern. It looks completely crazy, but it is also will ich gerade gefreut haben. Also it's so fast you can't react to where the bullets are fired, so you have to be paying attention to where those little drones are on the sides of the... Ich würde eher sagen, nein. Also ich weiß halt auch nicht, dadurch, dass er jetzt dieses automatisch sozusagen in den Ura Loop gekommen ist, ob das überhaupt dann zählt. Okay. Oh, er bombt ja quasi zum Wiederholen. Er ist gestorben zwischenzeitlich, jetzt mal kurz. Aber naja, passiert mal. He's very inconsistent at dealing that pattern. I mean, like, I wouldn't blame him just because of how difficult it is. This pattern, again, is a little RNG dependent. If it comes out of phase, it can be really scary. So far, it looks like he got it good. Yeah, nice. Safe spot. So, jetzt Cinderella Amber hat auf jeden Fall ordentlich Leben, muss man schon sagen. Das ist auch ein großes Ding. Definitiv. Yeah, there you go. He doesn't want to actually kill the boss with the bomb because then he won't get the multiplier applied. So still going for scoring even this deep into the game. Good, und das war's. Yeah, that's pretty intense. Mit Cinderella. Mit Cinderella. Ura 2-5. Oh yeah. This is a... If you thought this game was hard, you haven't seen... If you thought the game was hard already, you haven't seen anything. So, geht's in Stage 5. There's a lot... The letzten stage. That's gonna be happening. Bin gespannt. Even just from the very beginning. Had to make some pretty dramatic movements here to avoid all the revenge bullets on the screen. Now coming back to the souped up golden bat, which is... Und wenn man halt bei dem wahren Boss versagt, wird man halt hier am Anfang dieser Stage jetzt im zweiten Loop zurückgesetzt. Okay. Man muss halt die ganze Stage nochmal neu machen. Uff, das ist hart. It's hard to know if it's actually gonna die on time. So he used a slightly modified version of his normal route there, but turned out well for him. This section is just like really, really hard. Oh, Jack the Avenger, danke für die Information. Also in der letzten Phase kann es passieren, wenn man sich nicht bewegt, dass sich dann, dass das Muster dann die Richtung ändert. Ja, geil. Das ist interessant. Oder gut zu wissen. Also immer schön in Bewegung dementsprechend. Und Rolly, ja, definitiv hat der einiges drauf in dem Spiel. Man sieht ihm an, er ist definitiv kein Anfänger. Alright,
Nice. That's actually still shot killing those buildings for multiplier management. Okay. He doesn't want to shot his multiplier right at this very moment because he wants a very high multiplier for the mid boss. I didn't want to jinx it, but there's a very low chance that those two choppers, one of them can just fly off the screen and you won't get the one. Yeah, that's extremely unfortunate. Really glad that didn't happen. Ja, der macht geil, der macht das definitiv sicherlich zum ersten Mal. Ich meine, es gibt Menschen, denen würde ich das tatsächlich zutrauen, dass sie das auf so einem Niveau fast beim ersten Mal hinkriegen. Das ist jetzt der wahre Boss? Nein. Das ist Trafalgar. So. That safe spot and setup only works if your timing is right. He had to wait for a second or two evaluate. Ich bin hier schon wieder im falschen Cut drin. Trafalgar ist der Midboss. Der Subboss. Okay. Der Midboss, Kappa. Füße hoch, der kommt flach. Yeah, it's just incredibly dangerous if you get like a full length Zocco Rush here, you want it to be relatively short. Nice dodge. Außerdem müssen wir dann wirklich den. Okay. Jetzt steht das Bild. Ja, der Mainstream ist. Na, läuft wieder alles. Da stand kurz das Bild. Gut, war vielleicht ein bisschen überfordert mit dem, was passiert. Das kann gut sein, ja. Okay, schwerste to all ist Ibarra. Den Second Loop, den wird wahrscheinlich niemand, den hat noch niemand geschafft und wird wahrscheinlich auch niemand schaffen. Ui, das ist heftig. Small popcorn enemies here is absolutely critical because they will flood the screen with revenge bullets, as you can see here. I just realized Soft Drink, he has no bombs left. He's gonna have to dodge all of this. Holy hell! Yo, how did he get through the blue walls? Oh, that was awesome. Look at this nightmare dodge. Uiuiui, das klappt ziemlich vernünftig, wie da durchkommt. Going through that with no resources is very scary, so incredibly impressive. He's gonna have to no miss no bomb this section that's coming up here. This is a very difficult section. Usually players will save one bomb for the second half of this Roomba rush here. Not now. Now. Yeah, this part here, super difficult to do in the loop. So the same basic strategy applies, but it's just so much more dangerous, all these revenge bullets. Yeah, this is where usually want to have a planned bomb, okay. but he didn't get the no miss no bomb strat that he's been practicing. Yeah. Merk schon, jetzt unterhalten sich in Expen im Chat. Yeah, these clones are super dangerous right there. I think it was the aimed red turret bullet that got him. Yeah. Yeah, the RNG seemed a lot worse in the loop on those clone helicopters, in my opinion. And now we're approaching the final Panzer Rush. Mm-hmm. Clone Rush. Alright, good setup for the first one, you got it right on time. So this next one that's going to come out is critical. He gets all his locks on it. He did. Good. He did not split the locks correctly. Unfortunate death. Okay. So yeah, this is a... Doch, die Kommentatoren abgehen, ne? Ja, die sind davon auch begeistert. Ich meine, wer ist das hier gerade nicht? Wie das so tatsächlich klappt. So the same basic strategy as in loop 1 applies here, but everything is just much denser, much more aggressive, and the bullets are coming much faster in the case of this particular pattern. So here you really want to be doing just what he did there, where you're slowly moving from right to left. If you have to cut back and go in the opposite direction, it's incredibly dangerous. Alles wie in Phase 1, nur schneller und aggressiver. Richtig. So, jetzt haben wir wieder den Final Boss aus wie im ersten Loop. Und danach kommt sozusagen noch die. Da steht dann hinter dem Namen noch Doom. Ich sagt er, das ist nochmal Final Form. Und weil du sagtest, wegen PB, das ist nun inzwischen schon rum. Ja. Ja, wenn er jetzt bei dem Boss stirbt, wäre das unlucky, definitiv. Und wie gesagt, was ich ja gesagt hatte, man würde dann am Ende, zum Anfang zur fünften Stage im zweiten Durchgang gesetzt wieder. Das ist so fies, ey. So,
Oh, okay, good boss. Yeah, that's the name of this true last boss. Doom's the name of this true last boss. You can only get to this boss if you Ur loop this game. So, sind wir auch ganz gespannt. Wir drücken ihm ganz fest die Daumen. Bin der Boss überhaupt Schaden? Ja, siehst du doch. Ich hab die Anzeige, ich hab den von Schaden. Der Sieg ist sicher, sagt Eva, okay. Ich meine, wir hatten jetzt auch gerade gesehen bei Toho, dass der Runner mal an ein, zwei Stellen ein bisschen gechoked hatte und wirklich unnötig gestorben ist, weil er einfach kurz unkonzentriert war. Das kann ja auch passieren. Was geht denn jetzt ab? Ja, viel. Und findest es immer noch so entspannt im Gegensatz zu Toho? Bis gerade eben, ja. Ist nicht mehr. Just immediately got sniped by the blue stream. What he's gonna want to do here, he's gonna want to go in between the blue and red streams and only choose one of the streams. Hat er noch überlebt? When he's forced out. And if he has to choose a stream to dodge, he generally will want to prefer the red ones because they're a little bit easier. Wie gesagt, aber trotzdem, ich gehe definitiv immer nach dem Motto, sag niemals nie. Ja, jetzt haben wir Dings gesehen, ne? Also deswegen, auch wenn es erst sehr sicher aussieht, es kann trotzdem immer alles passieren. Ja, der letzte Pixel, den ich hier noch von der Kugel abhole. So, und es ist time, er hat's geschafft. War ein definitiv sehr, sehr schöner Kampf. Und ja, das war Kitsui. Was ein Krimi, ey. Ich bin völlig in Schick hat er das gemacht, schick. Definitiv, Respekt an den Runner. Natürlich auch Respekt an die Hilfe aus dem Chat, die wir hatten, von Eva und was noch. Check the Avenger. Euch beiden auch ein Dankeschön. Haben jetzt hier gerade sehr schön mitgemischt im Chat. Also ja, danke für die Information. First of all, there's two main Discord servers we use. Es geht noch weiter. Ja. Nicht das letzte Spiel. Ich weiß nur, ob das ein Setup sind, dass ich hier Knöpfchen drücken darf und sammle ich schnell meine Wäsche ein. Ich trau dem Himmel gerade nicht. Ja, besser ist das. Go to electricunderground.io. Ja, wenn ihr fürs nächste Spiel noch da seid, das würde mich sehr, sehr freuen. Das macht's einfacher. Ja, jetzt haben wir tatsächlich ein Highscore-Showcase als nächstes. M2-Shot-Triggers-Port von Katsui, made in 2018. M2-Shot-Triggers does amazing work on porting shmups. They've ported Battle Grega, Dangun Feveron, Maho Desoxen, Katsui, Esperade in the Darius Cosmic Collection. Ich freue mich gerade auf Metroid, weil der wird garantiert entspannt. Also, those are on PS4 and they're amazing, so check them out. The last two, Darius Cosmic Collection. Da gibt's halt auch einen oder anderen Boss, der ein bisschen Arsch sein kann, aber wirklich keine Bullen hält. Oh, es wird dann sogar Super Metroid 100%. Mensch, du. Ich werde dann danach erstmal Frühstück essen. Hätte ja vorhin erst gelesen, dass Metroid 100% Map ist, aber ist gar nicht Map, ist nur Items. Fand ich schade. And some other amazing games on Steam, like Crimson Clover, World Ignition and Zero Ranger. Müssen wir nicht frühstücken? Ja. Na gut, den Feine. Ich vermute mal Brot. Mal gucken, was der Kühlschrank so hergibt. Kein Sushi heute, weil irgendwie Ewigkeit nicht kommt. Nee, ich hatte dann jetzt mir zweimal mein Sushi-Laden, wo ich dann immer bestellt habe, hatte jetzt Ramen mit ins Angebot genommen. Ui. Ja, habe ich jetzt zweimal an zwei Tage ineinander bestellt. Ah, die haben halt einen Mindestbestellwert von 20 Euro. Das ist halt. Ja, fast Abendessenzeit für euch, oder für dich, Eber, und ja, spätes Frühstück für mich definitiv.
Ich bin, man muss halt dazu sagen, ich bin halt erst, ich habe halt Pokémon Feuerrot, Blattgrün oder wie ich sage, Feuergrün, ja noch kommentiert. Das ging ja bis fast 6 Uhr. Dementsprechend bin ich dann ins Bett um 12 Uhr aufgestanden und ja, habe mich dann einfach in den TS gesetzt, hatte noch keinen richtigen Hunger. Thanks for having me on.